Ich starte eine neue Serie zu Russian Fishing 4 und diese Serie behandelt die wichtigsten Spots an den verschiedensten Gewässern. Oftmals schon nachgefragt, immer wieder nachgefragt von euch, was sind denn die Top-Spots an den verschiedenen Gewässern? Also legen wir los und zwar nicht mit den Topspots hier am Windenbach. Das startet dann direkt mit dem nächsten Video, sondern erstmal mit den Basics. Was ist überhaupt ein Spot? Und damit müssen wir natürlich erstmal direkt an so einen Spot. Das heißt, wir gehen an einen schon recht gut funktionierenden Spot, der auch immer wieder funktioniert und der auch ja tatsächlich im Tutorial quasi dargeboten wird oder gezeigt wird, dass man hier eben den ersten feisten Barsch fängt. Spots sind Bereiche im Wasser beziehungsweise am Land, damit man dann Bereiche im Wasser beangeln kann. Und in diesen Bereichen sind verschiedene Gruppen an Fischen anzutreffen. Das bedeutet also, wenn man hier die Ruten auswirft mit Köder XY, spricht dieser Köder gewisse Fische an, andere weniger. Und das ist halt abhängig von verschiedenen Komponenten. Von der Temperatur, vom Wetter allgemein. Ist es jetzt so wie hier gerade Sonnenschein? Ist es bewölkt? Ist es regnerisch? So leicht regnerisch? Stark regnerisch? Also das sind so verschiedene Komponenten, die das Ganze schon beeinflussen. Und dann ist es auch immer noch so, dass es Vorlieben gibt von den verschiedenen Fischen. Und die Vorlieben variieren auch noch. Bedeutet also für uns, wenn wir für einen gewissen Fisch verschiedene Köder zum Beispiel schon kennen, also eine Vielzahl von verschiedenen Ködern, wo man sagt, okay, diese verschiedenen Köder werden gerne von, nehmen wir jetzt einfach mal das Rotauge, von dem Rotauge gerne gefressen, dann müssen wir quasi erstmal testen, wenn wir die Rotaugen fangen wollen, hier an der Stelle diese Anzahl der verschiedenen Köder dann sozusagen, um herauszufinden, funktioniert oder welcher von diesen Ködern ist gerade am beliebtesten bei dem Fisch, bei dem Rotauge dann. Das macht das Ganze natürlich recht komplex. Man muss es auch nicht so übertreiben, aber man kommt halt mit der Zeit dahin, dass man viele verschiedene Köder testet. Wenn man halt anfängt mit dem Ganzen, schmeißt man einfach raus. Irgendein Fisch wird auf dem Anfängerköder schon reingehen und irgendein Fisch bringt dir dann XP und Silber und das ist auch alles gar nicht so wild. Mach dir keinen Stress damit, man kommt da wie gesagt Stück für Stück hin und man hat wie gesagt den Vorteil, wenn man viel rumprobiert und selber ausprobiert mit vielen verschiedenen Ködern, kriegt man halt immer mehr Feedback, was funktioniert denn wie. Jetzt hier für das Rotauge zum Beispiel, geht das jetzt gerade mit einer Made besser oder nehme ich vielleicht doch eher einen Teigköder gerade. Also das kann man halt dann ausprobieren und variieren und das variiert dann allerdings auch immer von Gewässer zu Gewässer. Also auch da gibt es unterschiedliche Vorlieben der Fische und natürlich dann, wie gesagt, an so einem Spot immer wieder unterschiedlich, was die Fische mögen. Das variiert auch mal von Woche zu Woche oder einfach mal innerhalb einer Woche, dass man dann auf einmal merkt, okay, Anfang der Woche lief es noch sehr gut und auf einmal lässt es wieder nach. Also es sind immer so ein paar Tage, wo ein Köder richtig gut funktioniert und nach einer gewissen Zeit lässt das vielleicht wieder nach und dann ändert sich das. Man sieht das auch regelmäßig in den Rekorden. Das heißt also, wenn man hier reinschaut in die Rekorde, hat man hier, wenn man hier bei Windenbach-Rekorden schaut, hat man natürlich so ein paar Klassiker, weil eben auch viele Leute immer wieder die gleichen Köder verwenden. Zum Beispiel jetzt hier Regenwurm oder Mistwurm als Klassiker. Dann gibt es aber auch eben mal sowas hier. Man hat verschiedenste Köder vom Grießbei. Dann hat man hier noch den Süßteig oder eben auch dann hier wieder einen Regenwurm. Also da variiert es sogar zwischen teigige Köder und fleischige Köder bei einem Fisch. Und das variiert dann allerdings natürlich auch
innerhalb der Monate immer mal wieder. Wenn man was Aktuelles sucht, geht man natürlich hier in die wöchentlichen Rekorde und sucht sich dann den Fisch raus, den man fangen will. Allerdings wird es dann ja wieder schwierig, weil man dann nicht rauskriegt, was will der Fisch an dem Gewässer, wo ich gerade bin, weil die größten Brocken werden ja häufig an den hochleveligen Gewässern gefangen. Ist also fürs Low-Level eher ein bisschen schwierig, bedeutet also testen. Also nochmal, was bedeutet ein Spot? Ein Spot ist eine Stelle am Ufer, wo man ins Wasser an eine gewisse Stelle oder an einer gewissen Stelle einen speziellen Fisch immer wieder fängt oder verschiedene Fische immer wieder gut fängt. Und das ist halt der Knackpunkt und das ist auch der Grund, warum ich diese Serie jetzt mache. Es gibt einfach, wenn man das jetzt so die ganzen letzten Jahre mal zurückverfolgt, es gibt an allen Gewässern immer wieder Stellen, die hervorragend funktionieren, immer mal wieder für andere Fische oder immer mal wieder auch für die gleichen Fische. Heißt aber auch im Umkehrschluss, sie funktionieren zwischendurch auch mal nicht mit besagten Ködern. Heißt also testen, man schmeißt es raus, den Köder, man testet und wenn es funktioniert, ist gut und wenn nicht, geht man zum nächsten Spot. Wie du jetzt so einen Spot dann beangelst, bleibt dir überlassen. Hast du Lust auf Spinning? Testest du mit dem Spinner oder mit verschiedenen Kunstködern, verschiedene Farben, verschiedene Formen, verschiedene Tiefen, verschiedene Geschwindigkeiten und so weiter und so weiter. Hast du Lust aufs Posenangeln? Ist es ähnlich natürlich wie beim Grundangeln. Man verwendet natürliche Köder. Aber auch da variiert man, geht man eher auf den Grund, grundnah, geht man nah an der Oberfläche. Dann gibt es die verschiedenen Variationsmöglichkeiten mit dem Haken, großer Haken, kleiner Haken, verschiedene Vorfächer und so weiter und so weiter. Und das Ganze zählt natürlich auch fürs Grundangeln, die wohl leichteste Möglichkeit hier vorwärts zu kommen im Game. Das heißt also, wenn man sich hier das Feederset Start kauft, ich verlinke nochmal das Tutorial-Video dazu, denn damit kommst du dann richtig gut rein ins Game. Ja, wenn du das Grundangeln dann hier bevorzugst, auch da variiert man. Natürlich nicht nur, wie weit wirft man raus an so einem Spot, sondern dann natürlich auch Hakengrößen, verschiedene Köder. Das ist halt das A und O. Ab geht es, würde ich sagen, rein in die ganze Serie. Wenn du Bock darauf hast, Kanal abonnieren nicht vergessen. Daumen da lassen fürs Video und dann sehen wir uns im nächsten Video zu den Topspots hier am Windenbach. Und ich gehe erstmal so bis Level 20 alle Gewässer durch. Bis dahin, Petri.